Eine Beziehung zwischen zwei Personen, zwischen zwei Menschen hätten wir gerne. Nachbarschaft. Nachbarn, genau. Oh, super. Und vielleicht noch ein Gegenstand, der in der Szene ganz wichtig ist. Eine Vase. Ja. Vase und Nachbarschaft. Das klingt nach einem Lied. Und 5, 4, 3, 2, 1, los! Aber die Vasen von der Tante Mizi, bis jetzt glaubst. Das wird fein. Christina, Frau Huber, entschuldigen Sie, dass ich da schon wieder so beim Fenster einer schaue. Sie haben da so eine wunderschön glänzende Vase. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Erbstück. Na? Ja. Ja, aber die schaut so neu aus. Was haben Sie denn mit der gemacht? Nachbar, das klingt nach einem Lied. Die Vase schaut so neu aus. Hast du die eingeschmiert? Das gibt's ja überhaupt nicht. Wieso ist das ein Erbstück und glänzt so? Wahnsinn! Vaseline, sie warum hat sie die da nur? Ist ein Kunst. Vaseline zum Basen bei mir. Vaseline zum Basen bei mir. Vaseline zum Polier. Ja, also das ist ja wahr, so ein Geheimnis, dass man die Tante Mizi wieder vom Weg gegeben hat. Und diese Wahnsinnsfrau, die Tante Mizi. Schön damals, wie die Tante Mizi diese Information weitergegeben hat. Ja, Kind, heute lasse ich dich an einem ganz großen Familiengeheimnis teilnehmen. Das darfst du dann erst in 35 Jahren an deine Tochter weitergeben. Also, du siehst da die Vase, Familienerbstück. Ja, das klingt nach einem Duett. Sie hat gesagt, die war Lehrerin. Hat die so viel Zeit gehabt? Die hat es für die Kinder.
das ist gescheit, ich komme nicht so viele Leute zusammen. Das bringen wir außer. Ich gründe einen Verlag, wir machen sie reich, Frau Huber. Das machen wir. Das machen wir. Gemeinsam werden wir einen Verlag gründen. Das macht jeder Hause neben der Bibel im Podcast. Und wisst ihr was? Die Vasen, die verkaufen wir als Gimmick dazu. Das ist eine gute Idee, das tun wir. Ja, die stellen sich dann alle daheim hin und ein Jahr später bricht es auseinander. Das bauen wir einfach so ein. Das machen wir praktisch. Ja, ja, das kann man heutzutage gut machen. Und dann kaufen sie das nächste Jahr wieder die neue Vasen, weil ohne der Vasen geht das Bierchen nämlich nicht. Eine Minute. Und ich würde sagen, wir fangen gleich damit an. Schnitt! In der Fertigungshalle von den Vasen. Aha. Sie machen da die Qualitätskontrolle. Ja, klar. Wahnsinn. Und Sie nehmen immer zwei Vasen, stellen sie auf die Palettennummer. Das war's. Ganz klar. Dafür bringen Sie 3.000 Euro im Monat. Ganz klar. Komm mal, ich bin falsch im Job erst. Ja, und wie kommt jetzt die Vaseline dann noch oben ein? Qualitätskontrolleur, das klingt nach einem Lied. Vaseline. Die Vaseline. Vaseline, die kommen rein in die Vase. Die Vaseline, die kommen einfach rein. Vaseline, die kommen einfach rein. Und wenn wieder aus dem Blut nehmen und drucken eine. Wenn wieder aus dem Blut was im Namen zweite zu was drucken in die Wasen, die Wasen nehmen. Die nach drin, die kommt sein, die. Vaseline!